Willkommen bei FreshCS. In diesem Video zeige ich euch interessante R-Flashes. Von der T-Seite, vielleicht auch ein paar von der CT-Seite. Zum einen Flashbangs braucht man natürlich, um Raum einzunehmen bei Counter-Strike, um den Gegner zu blinden, ein Vorteil zu sein. Und das sollten oftmals zwei Spieler machen. Einer soll Popflashen und einer soll peeken. Beispielsweise hat man die Möglichkeit und die Option, auf der T-Seite die Mitte einzunehmen. Mit dieser Smoke. Zack. Dieses Line-Up, der Zwischenweg. Die Smoke zu werfen, dann könnte man eine gute Popflash werfen, genau von der gleichen Position, einfach an die Dachkante, ist eigentlich ziemlich egal, Hauptsache die poppt ein bisschen ab, Flash zu werfen, dass der Mate peeken kann. Diese Flash blindet eigentlich jeden, der hier steht, auch den, der Corner steht, normalerweise ist hier eine Smoke, man kann die auch ohne Smoke werfen. Natürlich, dieser Spieler, der oben ist, blind, hier Close-Spieler ist blind, hier der Spieler müsste sich mindestens umdrehen. Es reicht meistens schon aus oder ist das Minimum an einer Flash und dann hat man die Area eingenommen. Mitte Flash von der T-Seite hier oben. Zack. Vielleicht hier sogar den Angle nehmen, dass sie so kurz wie möglich poppt. Sollte sich nicht selbst blenden. Und dann Mitte einzunehmen. Flash Nummer 1. Flash Nummer 2. Man geht hier die Pose ab, wo man auch die Smokes werfen kann. Im vorherigen Video habe ich da ein paar Smokes gezeigt. Hauptflash. Ich habe mir gemerkt, ich stelle mich an diese Position, um beispielsweise eine Haus-Explosion zu supporten mit einer Flashbang. Haus-Explosion heißt, die Flash poppt, man springt raus, vielleicht diese Seite ist sehr, sehr, sehr stark. Ihr habt es bestimmt mal erlebt, dass vielleicht ein CT-Spieler hier gehalten hat und dann vielleicht den Spieler nicht killt. Wenn man hier entlang rennt, zielt er automatisch auf den Kopf. Und diese Flash wurde auch von mir selbst ein paar Mal schlecht angewandt, weil ich die aus dem Handgelenk geworfen habe, habe ich mir gedacht, such doch eine gute Popflash. Und hier oben nehme ich an die Kante von dieser Mittelschatten-Area und laufe nach vorne. Natürlich sollte dann die Mitte auch vielleicht geklärt sein. Zack, zack, zack. War hier gepiekt, wenn der Gegner dann piekt. Vielleicht ein bisschen tragisch, aber ich denke, das werdet ihr schon selbst merken. Kann unlucky sein, der Gegner kann sich raunflashen und sowas. Deswegen muss das als zeitmäßig abgestimmt sein. Die Flash hier, zack. Nicht so weit laufen, wirklich. Die Position ungefähr nehmen. Muss jetzt da nicht pixelgenau sein. Hier an die Kante aimen. Nach vorne laufen. Und ihr seht, die Flash landet ähnlich, aber nicht gleich. Wichtig ist nur, dass dieser Spieler blind ist, der vielleicht den Close Angle hält. Zack, upsa, Entschuldigung, jetzt bin ich runtergefallen. Man sieht, hier ist es sehr, sehr knapp, wenn er hier defensiv steht. Also muss man schon ein bisschen schauen, dass man Flash nicht zu kurz, nicht zu weit wirft. Jedenfalls soll der Spieler blind sein. Die Spieler sollen blind sein, die direkt House Aim. Zack. Und Spot, House Aim und so weiter. Und Pit und Graveyard. Pit ist sehr schön, weil der auch in der sehr nahe an der Wand blind sein könnte, muss nicht, könnte. Und dieser Spieler, der hier oftmals auch den Angle hält. Also sehr stark diese Flash. Ich glaube, der Spieler ist immer blind, egal was er macht, ob er sich duckt. Natürlich kann er sich so hinstellen, dass er nicht blind, aber die aimen ihr Haus ab. Also man geht davon aus, dass Haus abgeaimt wird. Nochmal wiederholend, die zweite Flash, zack. Einfach werfen. So weit wie möglich, nicht zu kurz. Man hat gemerkt, dieser Spieler war vorher nicht blind. Das ist eine sehr kleine Toleranz hier. Er sollte hier... Oh, der ist nicht mehr hier schön blind. Das ist Skybox. Nicht zu kurz, seht ihr. Aber man geht davon aus, dass hier der erste Spieler hier raus springt. Man kann natürlich hier auch einfach geradeaus laufen. Gucken, was passiert. Schauen wir mal, vielleicht noch ein bisschen nach vorne stellen. Nochmal ein bisschen weiter werfen. Nicht zu kurz. Die Stöhnen hier, das gefällt mir ganz gut. Der dritte Anlauf. Ihr seht, ich muss selbst manchmal auf dem Server und die Flash wiederholen. Der ist natürlich jetzt da
4 Sekunden Gold und kann sogar von der Glock umgepusht werden. Das wäre eine Negev hat, sage ich jetzt mal. Gut. Flash Nummer 2 war das. Flash Nummer 3 aus dem Haus raus ist diese Basic Flash. Sollte jeder Support-Spieler kennen. Vielleicht auch jeder Spieler, der Flashbangs wirft. Oder jeder Spieler allgemein, der Interesse hat, besser zu werden. Und diese Flashbang poppt hier close auf. Zack. Flash Nummer 3. Ich will noch eine Flash Nummer 3.1 zeigen, die das vielleicht ein bisschen verbessert, aber muss ein bisschen aufpassen, weil die ist ein bisschen aufwendiger. Man hat hier ungefähr, also ich sag, diese Wand gelined. Manchmal muss es sehr schnell gehen. Jump Throw in der Area, dass die Flash hier oben poppt. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Zack. Sehr schön. Die fliegt weiter. So, also sie poppt nicht hier, sondern hier. Natürlich sind die Spieler alle blind. Die natürlich hören, okay, da poppt was. Kann man sich natürlich drehen, das ist immer der Fall. Aber stellt euch vor, die eine Flash kommt und die andere kommt noch. Und dann pushen die Haus raus. Als Kombination. Für den Support. Und ja, bei dieser Flash ist dieser Spieler auch blind, der ein bisschen defensiver steht. Ich wiederhole nochmal das Ding. Zack. Der ist dann auch blind für 1-2 Sekunden. Gut. Flash Nummer 3 und Flash Nummer 3.1 hier. Diese Area sollte man üben, sollte man in-game auch immer mal anwenden, dass man auch in, ich sag mal, Gefahrensituationen Flash-Lineups sich merken kann, anwenden kann. Ganz, ganz wichtig. Das Spiel außerhalb, für mich ist gerade easy peasy, kommt kein Gegner, aber wenn du dann, ich sag mal, in der Overtime bist oder es 13-13 steht für den nächsten Relegations-Tag oder was weiß ich, und sollte das natürlich auch laufen. Das macht ein Counter-Strike-Spieler aus, dass man in kritischen Situationen auch den kühlen Kopf bzw. den Fokus behält. Gut, Flash Nummer 4. Ihr habt das Lineup vielleicht gerade schon gesehen, wenn ich das nicht gesprochen habe. Hier neben der Tür, zack, diesen Angle. Diese Kachel zu halten. Hier in zu aim, rechts neben dem Steinbogen, diesen Ziegelsteinbogen. Ein Step nach vorne, also Flash ziehen, ein Step nach vorne, werfen. Zack, rausgehen mit dieser Flash. Falls es mal nicht anders geht, mal alleine ist, ist es eine mögliche, auch im Pack anwendbare Variante. Zack, man weiß, okay, ich muss jetzt schnell gehen. Ich habe noch 10 Sekunden, Bombe legen, killt den einen Spieler, den vielleicht weiß, okay, der ist da. Lege ich einfach die Bombe. Soll er mich doch holen? Okay, zack, Bombe gelegt. Gegner gekillt, 1-on-1. Beispielsweise. Es muss ja manchmal auch schnell gehen da. Ich sag mal, ein explosives Line-up für diese Flash. Gut, das sind schon mal wichtige T-Flashes meiner Meinung nach. Hier diese Langflash. Die Bombe explodiert gleich. Mir einfach gedacht, okay, ich aime so ab, dass die AWP mich nicht sieht. Die AWP sollte man sowieso mal chiggeln, dass er sich zurückziehen muss. Oder was weiß ich, Mitte ist eingenommen, Mate ist hier vorne. Ich flash hier einfach, zack, in die Luft. Dieser Spieler, der hier den Angle hält, ist blind. Oh, jetzt explodiert die Bombe. Jetzt geht's weiter. Man kann die natürlich perfektionieren. Ich habe die jetzt tatsächlich auch ein Handgelenk geworfen. Und sie kommt nicht perfekt. Man kann das noch ein bisschen perfektionieren. Man kann sich hier ein Lineup suchen. Und wichtig ist mir nur, dass Arch auch mit. Das nehmen wir mal den ersten Angle hier. Zack, ein bisschen höher. Zack. Hier, vielleicht bei diesem Schattenpunkt. Somit. Er kann natürlich hier geblockt sein, aber sag mal, er hält diesen Angle, der auch fast verwendet wird. Schauen wir mal. Ich glaube, der Spieler ist nicht blind. Ah, der ist blind. Knapp. Aber mir ist es eben wichtig, dass dieser Spieler auch weggedrängt wird. Dann kommt vielleicht hier eine Smoke und er muss hier jetzt sich zurückziehen. Hat weniger Zeit zu escapen oder beziehungsweise weniger Raum. Die AWP schießt einmal, muss ein Double machen, kann überrannt werden. Also dieses Lineup, zack, vielleicht hier diesen Smoke-Punkt benutzen. Hier nach oben, diesen Punkt abwerfen. Vielleicht ein bisschen höher, vielleicht ist es dann besser. Schauen wir mal, ein bisschen höher geaimt. Flash poppt hier auf. Wie gesagt, es ist wichtig, dass der Spieler blind ist. Wer noch blind sein könnte, ist dieser Spieler. Ist er nicht. In dem Fall. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Close-Spieler sollten hier alle blind sein, die hier in der Area gegenhalten wollen. Gut. Ich sag mal, die letzte Flash, die ich gezeigt habe, ist jetzt da mal außer Acht genommen. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Soll ja auch nicht zu lang sein, nicht zu viel Input. Das waren ein paar Flashes von mir. Checkt mal aus in meinem Twitch-Channel und in meinem Twitter-Channel, ob ihr vielleicht mal ein Follow da lassen wollt. Würde mich freuen. Und mehr Content kommt bestimmt. Bis bald, Leute. Viel Spaß beim Besserwerden und Ausprobieren. Bye, bye.